ist Ronja und wir machen heute TikTok-Minecraft-Hacks nach. Und zwar habe ich mir auf TikTok wieder mal ein paar Sachen rausgesucht und geschaut, was es denn so an guten Minecraft-Hacks gibt, die ich noch nicht kenne und die wir ausprobieren können. Ich habe ein paar gefunden, deswegen habe ich mir gedacht, es ist mal wieder an der Zeit. Ich habe schon ein paar von diesen Videos gemacht, also eins, zwei. Wenn ihr die nicht gesehen habt, verlinke ich euch die hier oben beim i, dann könnt ihr euch die angucken, wenn euch das Format gefällt. Und dann würde ich sagen, geht's los mit dem ersten TikTok. Und zwar ist es eine sehr kuriose Treppe, die ich da gefunden habe, die nicht aussieht wie eine Treppe. Und wir probieren aus, versuchen die nachzumachen und gucken, ob das Ganze funktioniert oder nicht. Okay, also es ist wichtig, dass wir uns angucken, wie das Ganze hier funktioniert. Wir brauchen einen Kuchen, wir brauchen eine Glocke, einen Slab und dann kann man da hochlaufen, ja? Das ist wild. Das ist ja wild. Ich meine, sieht es aus wie eine Treppe? Nein. Kann man da trotzdem hochlaufen? Scheinbar. Okay, das kriege ich hin, ja? Das kriege ich nachgebaut. Das sieht halbwegs simpel aus. So, Della, ja? Hier habe ich zufälligerweise einen gruseligen Ort gefunden, wo ich leider gar nicht hin kann, ja? Das ist natürlich sehr belastend. Deswegen versuchen wir hier mal unser Glück, ja? Mit dieser überragenden Treppe, die ich hier... eins, zwei, drei... Warte, das ist in die falsche Richtung. Falsche Richtung, Kuchen. Eins, warte. Kann ich nicht die andere Richtung essen? Ist es egal, aus welcher Richtung ich bin. Ich kann den Kuchen nicht anders essen. Ich kann ihn nur von hinten nach vorne essen. Okay, 0 von 10 Punkten. Die Treppe ist Schrott. Ich komme trotzdem hoch, auch ohne den Kuchen. Nicht 0 von 10 Punkten. Es funktioniert? Funktioniert es gut? Nein. Ich sag, ja, wir geben es für Funktionabilität und es sieht lustig aus, kriegt der 5 von 10. Ja, 5 von 10. Faire 5 von 10. Ist nicht gut, ist es nicht schlecht, ist tut sein Job. Aber es tut ihn auch nicht genau wie im Video beschrieben. 5 von 10. Nächstes TikTok. So, unser nächster Zauberer baut hier Treibsand, ja? Selbstgemachten Treibsand in Minecraft. Wie macht er das? Mit so, okay, mit Soul Sand. Wir gucken es uns gleich nochmal von vorne an. Er macht es mit Soul Sand, er macht da Wasser drüber, er gräbt drei tief. Okay, drei tief, merken wir uns. Soul Sand, dann Wasser, damit das Wasser nach unten gezogen wird. Zwei Schichten Wasser und dann Sand obendrauf. Und dann wackelt das Cobweb. Und dann, ja, bam, Treibsand. Alles klar, das kriege ich hin. Das kriege ich hin. Ja, da sehe ich mich in der Lage zu. Gar kein Problem. Ja, überhaupt für mich gar kein Problem. Hier ist ein wunderbarer Platz für eine klassische Treibsandfalle, habe ich gerade gehört. Eine Sekunde. So, okay, dann graben wir 1, 2, 3, 4 tief. Dann kommt hier unten 1, 2, 3 Soul Sand. So, das Wasser blubbert hier. Dann kommt hier Sand hin. Ja, oh ja. Nein, 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 es war ein Sand zu viel. Alles gut, hier kommt der Sand hin. So, aha, sieht schon viel mehr aus wie im Video. Ei! Ich will einfach nur... Wie setze ich das da drauf? Wie setze ich das da drauf? Ich fühle mich schon wieder veralbert. Ich fühle mich hier ehrlich nicht ernst genommen. Hier, der klappt. Es sieht aber auch nicht aus... Also, ne? Um das mal hier fair zu sagen. Sieht nicht aus wie im Video. Weil da ist er, da sind ja die Cobwebs davor. Irgendwas stimmt hier nicht, ja? Es geht hier gehörig schief. Wieso? Ich verstehe es nicht. Warum geht hier der Sand kaputt? Ich meine, hier rutsche ich rein, ja? Effekt erfüllt. Aber ich kann hier keinen Sand hinbauen, weil hier Cobwebs sind. Hä? Also das ist jetzt... Also... Bin ich jetzt zufrieden mit der Situation? Nein. Hat auch nichts damit zu tun, dass ich im Creative bin, weil das Ding geht ja einfach kaputt. Ich kann ja einfach meine Cobwebs nicht drauf bauen. Okay, 0 von 10 Punkten. Da. Ich hab's gesagt. Funktioniert das bei euch? Wisst ihr, was ich falsch gemacht habe? Ich weiß es nicht. Nächstes TikTok. Goddammit. So, unser nächstes TikTok ist hier. Dieses Bett. Es ist ein schönes Bett. Es ist in Vanilla, ja? Deswegen ist es praktisch. Der baut einfach ein Loch runter, macht der Banner hin, zack. Doors. Baut es zu. Wunderschön, ja? Ästhetisch sehr ansprechend. Vor allem im Vergleich, ja, zu so einem Standardbett. Das sieht ja nicht nichts aus. Also vor allem, wenn du Vanilla spielst, keine Mods hast, dann ist so ein Bett schon was Feines. Deswegen, ich habe Confidence, dass wir das nachgebaut kriegen, weil das irgendwie einfacher aussieht. Beziehungsweise ich hoffe, dass sich meine Version dann nicht verbuggt, so wie in den anderen. Und dass das auch funktioniert, bitte. Er hat das in der Pocket Edition, was mich besorgt. Aber das sollte gehen, ja? Drückt mir die Daumen, das wird funktionieren. Das wird funktionieren. Das wird funktionieren. Das Bett. Ihr müsst nur ein Bett nachbauen. Okay, so, wir haben das Haus jetzt hier erweitert. Ja, ich habe hier schon mal einen kleinen Tisch hingebaut mit dem Kaktus, so wie sie es im Video gemacht haben. Und los geht's, ja? Wir bauen hier, ups, das muss eins weiter nach hinten. Wir bauen hier unsere Betten hin.
Dann bauen wir eins runter. Dann kommen hier die Banner rein. Ich sehe schon ein Problem, ja? Ich sehe schon ein Problem. Meine Banner gucken nicht raus. Wieso gucken meine Banner... So gucken meine Banner raus. Vielleicht ist das the way, ja? Vielleicht ist das... Vielleicht muss ich die ja... Weil davor haben die nicht rübergeguckt. Ich wüsste jetzt halt ehrlich gesagt nicht... Also ich kann jetzt ja hier keine hinsetzen, weil hier ja welche sind. Und bei ihm war das ja so, dass die Banner dann ja trotzdem rausgeguckt haben. Er hat die auch... Ich habe nochmal nachgeguckt. Er hat die auch wirklich unten hingesetzt. Das heißt... Also ich baue das jetzt ja identisch wie er. Aber es funktioniert nicht, ja? Weil meine Hex nicht... funktionieren. Aus Gründen, die keiner kennt. Ist trotzdem ein schönes Bett. Ja? Es ist klar, das mit den Bannern ärgert mich. Ich habe es auch eben nochmal probiert. Die Aufnahme habe ich aus Versehen gestoppt. Deswegen kann ich euch das nicht sagen. Aber ich habe es probiert. Es hat nicht funktioniert. Ich habe actually tried. Ich sitze da eine Weile schon dran. Aber es funktioniert nicht. Ich weiß nicht warum. Ich habe das Video x-mal geschaut. Aber es ist trotzdem ein schönes Bett. Ich sehe das als Gewinn. Ja, wir müssen es positiv sehen. Die ganzen Hacks davor haben beide gar nicht funktioniert. Oder auch nur so semi-gut. Ich weiß nicht, ob das an der Version liegt. Letztes Mal haben viele geschrieben, ja, Pocket Edition geht das. Also keine Ahnung, vielleicht liegt es daran. Aber es ist trotzdem okay, gutes Bett. 6 von 10, ja? 6 von 10. Und dann suchen wir uns den nächsten Hack. Okay, und unsere nächste Heldentat ist ein Whirlpool. Und zwar macht er hier mit Stairs erstmal logischerweise den Rahmen für den Whirlpool. Und dann ist da drin 4x4. Okay, wir müssen uns die Größe nicht unbedingt merken. Dann kommt da Wasser rein. Trapdoors zur Verzierung. Und wunderschön, ja? Wetten, das funktioniert? Wetten, das funktioniert? Ja, ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Ich sehe das. Ich habe das Gefühl, bis jetzt hat nichts funktioniert, was wir gemacht haben. Ich habe nicht nur das Gefühl, das ist ein Fakt. Aber der Whirlpool. Den Whirlpool fühle ich. Weil wenn irgendwo ein Platz für einen schönen Whirlpool ist, dann ist es ja offensichtlich hier, ja? Dann müssen wir den erstmal nur groß genug bauen. Der muss innen drin 4x4 sein. Das heißt, ups, hier, zack, zack. Dann, ja, sind wir quasi doch schon so gut. Holy shit, bitte. Groß. Soul Sand rein. Ich glaube, durch die Quarz-Dinger sieht es hübsch aus. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache, ja? Also, klar, das war auch wieder in Pocket Edition, das Video, glaube ich. Weil die TikTok-Leute scheinbar alle in Pocket Edition arbeiten. Oh ja, da, ich sehe schon die ersten Blubber. Was für ein toller Whirlpool. Er sieht genau aus wie in dem Video und kein bisschen anders. Lasst euch da nicht täuschen. Vielleicht macht's die Verzierung. Hasse die Pocket Edition, ja? Die Pocket Edition macht mir falsche Hoffnung und sagt mir, das wird bestimmt ein schöner Whirlpool. Aber ist es ein schöner Whirlpool? Nein. Er blubbert nicht. Ja? Das Einzige, was der Whirlpool tun soll, ist blubbern. Ansonsten kann ich auch ein Becken mit Wasser bauen. 5 von 10. Besser wird's nicht. Es tut... Nee, 4 von 10. Es tut seinen Job nicht. 3 von 10. 3 von 10. 3 von 10, ja? Mehr kann ich nicht geben. Ja. Was für eine Enttäuschung. Wie kann das sein? Ich habe 4 Hacks gehabt und bis jetzt hat kein einziger funktioniert. Das geht doch nicht mit rechten Dingen vor sich. Also... Kann mir das irgendjemand erklären? Bitte? Funktioniert das bei euch? Bin nur... Was mache ich falsch? Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da, ja? Um mich zu trösten. Vor meinem Desaster an Versuch. An TikTok-Hacks, die mich alle nur anlügen. Immer wieder. Aber wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal gerne, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Und wie gesagt, ich verlinke euch die Videos, die ich dazu schon gemacht habe, in der Endcard. Dann könnt ihr euch die anschauen. Da haben einige funktioniert, ja? Das ist nicht immer so eine Katastrophe. Manchmal funktionieren auch Hacks. Nicht immer, aber immer öfter. Beziehungsweise, naja, nicht immer öfter. Manchmal, selten. Gut, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!